Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte beginnen mit einem Auszug aus dem Schulgesetz von Baden-Württemberg. Das Gymnasium vermittelt Schülern mit entsprechenden Begabungen und Bildungsabsichten eine breite und vertiefte Allgemeinbildung, die zur Studierfähigkeit führt. Es fördert insbesondere die Fähigkeiten, theoretische Erkenntnisse nachzuvollziehen, schwierige Sachverhalte geistig zu durchdringen sowie vielschichtige Zusammenhänge zu durchschauen, zu ordnen und verständlich vortragen und darstellen zu können. Ich glaube, das sind treffende, einleitende Worte, die sich mit dem Thema Gymnasium beschäftigen. Und das ist auch der Inhalt der Debatte, die seit einigen Wochen geführt wird von zahlreichen Verbänden. Und wir sind stolz darauf, dass wir einen Teil in dieser Debatte mit eingebracht haben, zu Beginn des Schuljahres. Auch hier kurz ein einleitender Satz aus unserem Konzeptpapier Qualitätsoffensive Gymnasium. Die Aufgabe des Gymnasiums als Teil des gegliederten Schulsystems ist es, die Schüler mit dem Erwerb des Abiturs zur allgemeinen Hochschulreife und damit zur Studierfähigkeit zu führen. Wir glauben, dass es gerade jetzt wichtig ist, das Gymnasium in den Blick zu nehmen und dabei vor allem über die Ausrichtung in Zukunft und dabei über die Inhalte zu sprechen. Es geht hier im Schwerpunkt darüber, an welcher Stelle befindet sich das Gymnasium jetzt und wo möchten wir in Zukunft hin. Und ich glaube, dass es an der Stelle auch wichtig ist, in den Austausch zu gehen, das haben wir auch eben an zwei Stellen gehört, mit der Wirtschaft, mit den Universitäten, auch mit den Ausbildungsbetrieben, die uns an vielen Stellen Rückmeldung geben, dass viele Schülerinnen und Schüler nach 12 oder nach 13 Jahren mit Defiziten ankommen, die sie nicht selbst entsprechend verursacht haben bzw. dafür verantwortlich sind, sondern weil an der einen oder anderen Stelle letztendlich Teile fehlen, die es aufzuholen gilt. Von daher sind wir sehr froh, dass zu dieser Qualitätsdebatte zum Gymnasium auch der Philologenverband sich eingeschaltet hat. Und ich möchte an der Stelle ganz klar herausarbeiten, dass es, und das hat man an vielen Stellen, die Philologen haben das ja sehr, sehr deutlich in der Öffentlichkeit auch kommuniziert, dass es ihnen um den Inhalt geht, um den Lernstoff und dabei natürlich das Thema Schulzeit ein wesentlicher Bestandteil ist, über den es zu sprechen gilt. Aber das ist nicht der Kern der gesamten Debatte. Das muss an dieser Stelle auch wieder mal klar gesagt werden. Die Landeselternvertretung, die ich an dieser Stelle im Übrigen hier recht herzlich begrüße, die Vorsitzende und der Stellvertreter sind ja live bei der Debatte mit dabei. Sie haben selbst ein Papier Gymnasium der Zukunft vorgelegt. In diesem Papier sind sehr, sehr viele Teile eingearbeitet, denen wir uns in unserem Konzeptpapier auch wiederfinden. Das Gymnasium ist seit vielen Jahren ein erfolgreiches Modell, auch in der Zeit von G8 ein erfolgreiches Modell. Klar, es gab mit Sicherheit gerade zu Beginn Schwierigkeiten und sukzessiv wurden Dinge nachgesteuert und verbessert. Aber wir befinden uns gerade aktuell in einer anderen Zeit wie noch vor 10 Jahren. Und von daher müssen wir jetzt mal genau hinschauen, um was es uns jetzt geht. Ich möchte an der Stelle auch bewusst vom dreigliedrigen Schulsystem sprechen, von drei Säulen: Gymnasium, Gemeinschaftsschule und berufliche Schule. Jede Schulform hat ihre eigene Zielsetzung, ihr eigenes Profil, ihre eigene Konzeption. An jeder Firma, an jedem Unternehmen hängt am Eingang ein Impressum, ein Firmenschild. Und das sollte auch bei jeder Schulform der Fall sein, dass die Eltern, aber vor allem die Schülerinnen und Schüler wissen, was ist Inhalt, was ist Aufgabe dieser Schulform. Und das gilt es an dieser Stelle gerade bei der Schulform Gymnasium herauszuarbeiten. Für uns ist es wichtig, dass dabei auch größter Wert auf die Durchlässigkeit gelegt wird. Das ist die Stärke unseres Schulsystems, dass wir an vielen Stellen entsprechend ausweichen können, beziehungsweise den eigenen Fähigkeiten nachgehen können,
um auch an eine berufliche Schule oder eine Gemeinschaftsschule zu wechseln, beziehungsweise mit der zu beginnen und an einem anderen Zeitpunkt der Mittelstufe oder auch zur Oberstufe entsprechend wechseln zu können. Aber jede Schule hat ihre spezielle Ausrichtung. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Veränderungen vorgenommen. Im Bereich der Gymnasium, das Projektprofil, im Bereich der Gemeinschaftsschulen, die Oberstufenverbünde, die sukzessiv ausgebaut wurden, beziehungsweise auch in entsprechende Verbünde mit benachbarten Schulen gebracht wurden. Das Projekt, wir erinnern uns, Schulen stark machen, vor allem ein Projekt an den Gemeinschaftsschulen, das klar herausarbeitet, viele Schülerinnen und Schüler mitzunehmen an einer schwierigen Stelle des Lebens. Auch hier muss es entsprechende Korrekturen im Bereich des Gymnasiums geben. Die beruflichen Schulen, wir erinnern uns im vergangenen Jahr erfolgreich, die Reform des Übergangs angegangen zu sein, dass wir in dieser Schulform viele Schülerinnen und Schüler, die vorher Probleme hatten, eine Chance zu geben und vor allem Bildungsschleifen abzubauen. Jetzt zu dem Punkt, der mir besonders wichtig ist und auch damit zeigt, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt angekommen sind, das Gymnasium auch neu auszurichten, weiterzuentwickeln. Wir leben in einem Zeitalter der Globalisierung, haben wir heute Morgen an vielen Stellen gehört. Die Welt ist noch globaler geworden. Die jungen Leute müssen darauf vorbereitet werden. Thema Digitalisierung, nicht nur in Zeiten der Pandemie, sondern auch vorher, wurden an vielen Stellen sichtbar, dass es hier entsprechende Korrekturen in den Lehrplänen geben muss, auch die Unterrichte entsprechend angepasst werden und vor allem die Lehrkräfte dabei mitgenommen werden. Und da ist ja vieles auf dem Weg, viele Fortbildungen, aber natürlich auch in den Schulen setzen die Schulen sich mit der Thematik auseinander, um ihre Konzeption entsprechend auf das Zeitalter der Digitalisierung vorzubereiten. Interkulturelle Kommunikation, ein Stichwort, das in der heutigen Zeit immens wichtig ist, dass die jungen Leute lernen, in dieser interkulturellen Welt miteinander umzugehen und erfolgreich sich miteinander zu begegnen. Und das merkt man gerade heute, am heutigen Tag, und viele andere Plenarsitzungen haben das auch schon herausgearbeitet, oder wir schauen aktuell nach Weißrussland und an anderen Stellen der Welt, Demokratieerziehung. In vielen Schulen wird hier einiges schon auf den Weg gebracht, auch im Gymnasium muss hier entsprechend in den Lehrplänen und an vielen Stellen das Thema Demokratieerziehung noch weiter herausgearbeitet werden, dass unsere Schülerinnen und Schüler, im Prinzip diejenigen, die später für uns letztendlich an vielen Stellen tätig sind, bei diesem Thema mitgenommen werden. Wir kommen zum Punkt, den ich am Anfang in den Vordergrund gestellt habe, zu den Inhalten, zu unserer Qualitätsoffensive Gymnasium, die in der gesamten Debatte eigentlich nach unserer Auffassung der Dreh- und Angelpunkt ist. Es ist uns wichtig, dabei die gesamte Schulgemeinschaft mitzunehmen. Schüler, Eltern, Lehrer und natürlich auch die Schulleiter. Ich möchte an der Stelle drei Punkte kurz skizzieren. Der Philologenverband hat klar herausgearbeitet, und wir finden das einen sehr, sehr interessanten Ansatz in dieser Debatte, dass bereits in Klassenstufe 5 es eine klare Profilausrichtung geben sollte. Sie sprechen von mehrsprachigem Unterricht. Sie sprechen vom Thema Informatik und bewusst auch an dieser Stelle auch schon jüngeren Schülern die Chance zu geben, in ihrem Stärken der Kompetenz mitgenommen zu werden, um letztendlich dann auch auf die Mittelstufe vorbereitet zu werden. Von daher ist es wichtig, dass klar zu erkennen ist, welche Schulform hat welchen Auftrag und verfolgt welche Inhalte. Kommen wir zu den Eltern. Die Landeselternvertretung hat im vergangenen Herbst mit unglaublich viel Kraft und Einsatz eine Umfrage durchgeführt. Über 7000 Eltern von Gymnasiasten haben sich an dieser Umfrage beteiligt. An dieser Stelle ein Riesenkompliment an die Eltern aus dem Bereich des Gymnasiums, die diese
Umfrage auf den Weg gebracht haben und auch für uns ein wichtiger Anhaltspunkt sind in dieser Debatte. Vielen Dank dafür. Dabei wurde klar herausgearbeitet, nicht verwunderlich an der Stelle, dass die Eltern sich mehr Zeit wünschen in der heutigen Form des Gymnasiums. Aber in dieser Konzeption bzw. in der Umfrage sind auch sehr viele weitere Qualitätsbausteine, die abgeprüft werden. Großer Wert wird gelegt auf die Stärke des Gymnasiums im Bereich des fachbezogenen Unterrichts. Dass das die Stärke des Gymnasiums ist, die es auch gilt, weiter zu verfolgen. Und es wird in dieser Umfrage auch das Thema Betreuung klar herausgearbeitet, dass sich über 85% der beteiligten Eltern hier auch klar für ein freiwilliges Modell aussprechen. Im Übrigen gibt es an einigen Gymnasien schon Ganztagsklassen, die sehr, sehr gut in die Gesamtkonzeption des Gymnasiums implementiert sind. Aber der große Wunsch ist und bleibt der freiwillige Nachmittag mit ja, auch verschiedenen Stellschrauben, die es zu korrigieren gibt. Ich erinnere an unser Modell der freiwilligen Ganztagsschule mit zusätzlichen Budgets im Bereich der Multiprofessionalität, wie es jetzt zum Beispiel am Vendalinum in St. Wendel umgesetzt wird. Also ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Und jetzt natürlich zu dem entscheidenden Punkt im heutigen Antrag bzw. in dem vorgelegten Gesetzesentwurf ist die Schulzeit. Selbstverständlich müssen wir über die Schulzeit sprechen und wir sind auch bereit, über die Schulzeit zu sprechen. Aber lasst uns am Anfang darüber sprechen, warum, was muss genau korrigiert werden und wie sieht der Weg aus. Und wenn dann am Ende dabei rauskommt, dass wir dafür ein zusätzliches Jahr brauchen, stehen wir dem sehr offen gegenüber. Aber, und das möchte ich an der Stelle klar herausarbeiten, sowohl im Antrag der Linken wie auch an der Stelle im Bereich des Gesetzesentwurfs der AfD, wird das Thema Wahlmöglichkeit herausgearbeitet. Und da lohnt es sich mal hinzuschauen, wie in Bundesländern wie Baden-Württemberg damit umgegangen wird. Meine Rückmeldungen sind die, und das sind auch die Rückmeldungen, die diejenigen geben, die sich mit einer solch möglichen Konzeption hier im Saarland beschäftigen, ist, das ist keine klare Linie. Das ist mal so, mal so, mal schauen mal. Ich habe in einer Stadt vielleicht zwei unterschiedliche Konzeptionen. Das ist unseres Erachtens der falsche Weg, sondern es sollte eine klare Linie sein. Und wenn man sagt, man braucht dieses zusätzliche Jahr, sollte man das auch über das komplette Dach des Gymnasiums drüber spannen und nicht wieder so eine Wischiwaschi-Lösung dort herausarbeiten. Und wirklich nur zwei Sätze zum Antrag zu demjenigen bzw. zu der Fraktion, die diesen Gesetzesentwurf vorgelegt hat. Also ich muss wirklich sagen, das war eben in der inhaltlichen Begründung wirklich ein Tiefpunkt. Also hier die Gemeinschaftsschulen mit den Förderschulen zu vergleichen und dann auch noch Argumente aus der Mottenkiste auszupacken, die nicht mit der heutigen Form des Gymnasiums auch nur ansatzweise was zu tun haben und dann auch noch plötzlich sich als Ideologe dort darzustellen, der an jeder Stelle alles zulässt und man mache nur noch eine Schule mit zwei Säulen. Also das war, also da stelle ich mir in einer inhaltlichen Begründung schon etwas anderes vor, gerade wenn man aus dem Bereich der Schulen kommt, dann sollte man sich schon ein bisschen mit der Thematik auch beschäftigen. Ich komme zum Abschluss bzw. zum Fazit und möchte vier Punkte nochmal ganz kurz hervorheben. Wir sehen die dringende Handlungsnotwendigkeit, das Gymnasium im Saarland neu auszurichten. Ich spreche bewusst von einer Weiterentwicklung der jetzigen Schulform und wir sind für eine breite Debatte gerüstet und stellen uns diese auch. Dabei, Punkt 2, geht es uns um die Inhalte. Was müssen wir an welcher Stelle des Gymnasiums korrigieren? Was muss zusätzlich mit eingearbeitet werden. Dabei gilt es, die gesamte Schulgemeinschaft mitzunehmen. Punkt 3, wir müssen auf die heutige Form der gesellschaftlichen Veränderungen und insgesamt dem Thema Globalisierung, ich habe eben auch von interkultureller Kommunikation gesprochen, gerecht werden. Auch das muss mit berücksichtigt werden. Punkt 4, die Schulzeit ist selbst
selbstverständlich ein wichtiger Baustein in dieser inhaltlichen Debatte zu einer Qualitätsoffensive am Gymnasium. Wir stellen uns dieser Debatte, sind dafür bereit, aber lasst uns auch bitte über das Gymnasium sprechen. Vielen Dank.